Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute habe ich wieder was Französisches für euch. Bleibt dran! Französisches. Burn. Burn Energy Drink Lemon Ice. Ja. Dazu gibt es zu sagen, in Frankreich gibt es natürlich kein Pfandsystem. Deswegen ist das ohne Pfand, hat etwas über 1 € gekostet. Und das Design ist schon mal super klasse. Gibt satte 4 Sterne fürs Design hier mit der Flamme, super geil gemacht. Und das hat hier auf 100 Milliliter hat das 48 Kilokalorien. 355 sind drin, also sind 170 Kilokalorien. Ja, schon ein ordentlicher Klopper. Ne? Und das ist hier die Sorte Lemon Ice. Ob es noch mehr gibt davon, weiß ich nicht. Ich habe nur das eine gefunden, also teste ich vorerst nur das eine. Ist schön gekühlt, war im Kühlschrank die ganze Nacht. Klingt schön nach Dose. Riecht nach Lemon. Ja, nach Lemon-Eistee, würde ich sagen. Prost. Also schmeckt, für mich schmeckt es genauso wie Zitroneneistee mit ein bisschen Energy drin. Ja, das war schon. Aber es schmeckt wirklich super gut. Ich bin ja ein guter Eisteetrinker. Mir sagt das sehr zu. Habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Dann schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich wirklich sehr interessieren. So, Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es dafür satte 3 Sternchen dafür, weil da kriegt man schon ordentlich was geboten. Für kleines Geld. Und geschmacklich. Ist auch nicht zu süß. Wie viel Zucker ist denn da drin? 12 Gramm. Also schon ordentlich viel Zucker drin. Aber man schmeckt die Süße jetzt nicht allzu sehr raus. Also geschmacklich würde ich sagen bei dem 4 Sterne, weil das schmeckt wirklich super gut. So, wie gesagt, das ist was Französisches, wenn ihr mal in Frankreich seid. Testet es aus, schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es findet, würde mich sehr interessieren. Ja, das war's wieder für heute. Kleines Like, wenn nicht verkehrt, abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, es wird alles durchgetestet. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.